mit Ableitung hier. Habt gerade zwei Freistunden Chill mit einem Kumpel. Mal schauen, was wir so machen. Er braucht ein paar Arenen. Und was zuerst holen wir uns auch? Mein Gott, der Wind ist wieder mal ziemlich stark. Ansonsten werden wir natürlich heute über die neuen Nester reden. Echt interessante, echt saftige Nester. Und natürlich heute Abend das Event. Schauen wir mal. Erstmal ein Topsy verschicken. Los geht's. Was geht ab? Los geht's. Kleine Tüte. Immerhin, hier hat man eine Auswahl. Das ist jetzt schwieriger als ein Starter-Pokémon zu wählen. So, bei der Arena angekommen. Ein Platz frei, Level 9 für ihn. Horn hilft mir, weil ich unbedingt Münzen brauche. Also ich muss noch essen und filmen, also. Das meiste macht er. Das geht an einen Zuschauer, der hat gestern kommentiert, dass ich ihn geschäft habe, was nicht der Fall war. Ihr seht, oder du siehst, die Arena hier geht immer auf 9. Gestern hatte ich mich nur zufällig eingesetzt. So, fertig gegessen. Ich wähle mal mein Team aus, damit ich ihm helfen kann. Ja, bitte, ich brauche Hilfe. Oh mein Gott, wieso redest du dazwischen? Wieso redest du zwischen das Video? Kampf-Pokémon, da unten Galaxo und Hyterga sitzen. Was mich auch zu Platz Nummer 5 bringt. Im Campion-Park, Teddy Ursus, die waren letzte Woche sogar auf Platz 1, weil die Nester so schlecht waren. Aber diesmal nur auf Platz 5, weil es viel saftigere Nester gibt. Campion-Park allgemein immer ein sehr gutes Nest. Warst du da schon mal? Nee, noch nicht. Empfehlenswert. Vor allem mit, wer ist der Typ? Die Weiterentwicklung von Teddy Ursus. Ursaring und zwei Kampfattacken. Falls man keine Machomas mit zwei Kampfattacken bekommt, da habt ihr ja viele geschrieben, dass ihr nicht so viel Glück hattet wie ich, wo ich auch mehrere entwickelt habe, also in der Relation gesehen waren das nicht so viele und nicht so viel Glück. Ich habe viele wegschmeißen müssen. Also hier seht ihr, Kampfattacken echt super saftig, kann man sich schon mal gönnen. Ich habe gerade 2 Sekunden vorm Timeout das noch hingekriegt. Sehr gut. Muss ich gerade echt sweaten. So, wir warten auf den Bus. Hier ist ein saftiges Macholo. Und Hallo. Platz Nummer 4 geht an Endivir am Flaucher. Eigentlich normalerweise super saftig gewesen, ich hätte es wahrscheinlich auch abgecheckt, aber jetzt nach dem Gras-Event eher nicht mehr. Wir haben lange auf Endivir-Nest gewartet, ein großes, endlich ist es da. Leider haben wir während des Events genug gehabt. Ich habe auch letztens ein Megani entwickelt, also das reicht mir erstmal. Da außerdem Taubsi viel saftiger. Ich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe noch keinen Meganin. Echt jetzt? Was hast du während des Events gemacht? Ja, Owei und Sonnenkern vor allem. Okay. Also ich habe... Bisschen laut. Owei war da, ja. Stimmt. Aber auch viele Endivir, finde ich. Ja, mehr als sonst, stimmt schon, aber ich habe trotzdem noch nicht genug. Ansonsten Endivir eigentlich echt am seltensten. Also, falls ihr es nicht genutzt habt, so wie er hier, schaut dort vorbei. Aber mich werdet ihr dort nicht finden. So, auf dem Weg zur nächsten Arena für den Kollegen, der leidet echt ohne seine Arena. Wo waren wir? Auf Platz Nummer 3 haben wir Olympiapark Süd Abras, richtig saftig. Vielleicht erinnert ihr euch, Barisch hatte uns mal zu einem angeblichen Abranest dort geführt, was dann sich herausgestellt hat als ein Parasnest. Das war echt leid. Aber jetzt ist es tatsächlich ein Abranest. Abra eigentlich sehr solides Pokémon. Vielleicht werde ich dort vorbeischauen. Zeittechnisch glaube ich, kriege ich das aber nicht hin. Obwohl Abra eigentlich echt saftig ist und der im Ostpark. Das Abra-Nest habe ich leider verpasst. Da hatte ich keine Zeit. Da hatte Rihon Priorität. Einmal müsste man eigentlich hin. Wo ist die Arena links von uns, oder? Ja, was kann man sonst noch zu Abra sagen? Eigentlich nicht viel. Schaut dort vorbei, gutes Nest. Es ist größer und ist auf jeden Fall größer und effektiver als Olympiapark Nord.
So. Zur Pause. Gehen wir über Platz Nummer 2. Und zwar, was war nochmal Platz Nummer 2? Kleinstein im Luitpold Park. Ah, Luitpold Park. Gutes Nest. Da waren wir schon öfter. Viele Sachen waren dort. B. Kleinstein, endlich ein Nest. Sehr gut. Ich habe ewig drauf gewartet. Habe noch einen saftigen 100%, den ich entwickeln und irgendwann mal vielleicht pushen will. Kommt drauf an. Weil Geowatz ist eigentlich echt nicht so schlecht. Vor allem mit dem neuen Arena-Update. Wer weiß, wie die das machen mit dem Max-Pokémon. Und da ist Geowatz theoretisch eigentlich auch in den Tops. Top 15 auf jeden Fall. Und ja, leider beginnt heute das Stein-Event. Sprich, das Nest ist eigentlich sinnlos. So wie Endivi jetzt. Nach dem Pflanzen-Event, aber wir werden sehen, wie oft Kleinstein kommt. Kann man auch nicht so abschätzen. Falls er nicht so oft kommt, kann man auf jeden Fall im Verlauf der nächsten Woche dann nochmal zu dem Nest gehen. Was ich vielleicht auch machen werde. Beziehungsweise auf dem Hinweg zur Uni und auf dem Rückweg komme ich da eigentlich immer vorbei. Da fange ich immer ein, zwei nebenbei. Ja, und das ist Platz Nummer 2. Checkt das ab. Und Platz Nummer 1 folgt gleich. Da werden wir gleich vorbeischauen. Und jetzt erstmal dem Kollegen hier wieder helfen bei der Arena. Es sind nur 4000 Punkte, aber nicht mal das schafft er alleine. Lava. Wallah. Schönes Carpador. Ist ja eins. Ja. Oh mein Gott, ich habe auf mein Go Plus gedrückt. Es hat ihn gefangen. Aber ihr habt ihn leider nicht gesehen. Hier der Beweis. Ja. So sind wir hier im englischen Garten. Es ist wieder ein Carpador-Nest. Ihr wisst, ich war 14 Tage hier, als es ein Nest war. Dieses Mal leider nicht so viel Zeit. Und seitdem gab es auch ein Wasserevent und jetzt habe ich über 4000 Carpador-Candies und 12 Gagados, alle über 3000. Aber Carpador, echt super saftig. Man kann nie genug haben. Bei dem kann man echt, wie nennt man das? Ohne Worries auf Deutsch. Ohne Bedenken. Ohne Bedenken, genau. Ohne Bedenken pushen. Ihr habt es richtig gehört. Ihr könnt den ohne Bedenken pushen. So saftig ist Carpador. Wir gehen jetzt eine Runde zurück zur Uni. Schauen wir mal, wie viel wir mitnehmen können. Aber auch gut für Leute, die genug Candies haben, aber immer noch auf der Jagd nach einem Shiny Carpador sind. Hier habt ihr wieder die, nicht erhöhte Chance, aber bessere Chance, sag ich mal, ein Shiny Carpador zu bekommen. Wie gesagt, ja, brauchst du noch eins. Ja. Dann solltest du hier vorbeischauen, ab und zu. In der Tat. Wenn wir Pause machen, können wir hier schon mal ein, zwei Runden drehen. So. Zufällig auch noch auf dem Rückweg ein Galaxo in der Nähe. Das schaffen wir natürlich auch, wenn wir Zeit bekommen. Traumvogel hier auch vorbei. Ja, ich bin schon vorbei. Auf jeden Fall Galaxo direkt hier. Da habe ich auch schon mal einen geholt. Letztens, ihr wisst noch, ist mir leider geflohen. Inkognito habe ich hier auch geholt. Also dieser Friedhof geht schon ab. Was eigentlich kein aktiver Friedhof ist, Leute. 12 Uhr haben wir, also habe ich wieder Uni, er hat noch einen Termin. Ist ja, Freundin, ich darf ja nicht zu spät kommen, die killt mich. Schauen wir mal. Anklicken und weiter geht's. So ist das Uni-Leben. Wallah. Spawns abgreifen und die Gelegenheiten nutzen. So, hier ist er hinter dem Stop. Haben wir Zeit zum Fangen oder müssen wir direkt wieder gehen? Ja, passt schon. Ja, okay. Dann stelle ich die Kamera kurz mal ab. Aufgebrochen. Felix, das geht an dich. Jetzt habe ich wieder ein Galaxo mehr. Leider nicht. Aber ansonsten, das war's mit dem Video heute. Check die Nester ab. Diesmal echt saftige Nester. Problem ist halt, Event ist dazwischen. Schauen wir mal, wie man das miteinander vereinbaren kann. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Folgt mir auf Facebook und Instagram. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.